So Leute, willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja, in der letzten Episode sind wir über das Dach geklettert und Kay hat endlich mal bewiesen, wie männlich er doch sein kann. Indem er einfach ultra hart wie er ist, darüber gejumpt ist und ich glaube, das war's schon dahin. Das ist nur noch der Steilspiegel. Nun gut, dann sind wir hier fertig. War das wirklich alles? Ich bin gerade unsicher. Da hinten liegt der Steinspiegel und hier liegt nirgendwo mehr etwas rum. Okay, wir sind doch hier fertig. Gut, aber hier unten lagen noch eine Menge Items. Der kann doch wohl hier runtergehen. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ihr kranken Schweine. Hier im Haus wird wieder gehämmert. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es beim letzten Mal gehört hat. Wäre auf jeden Fall nicht gut, wenn man es jetzt hört. Egal. Wir haben jetzt keine Zeit, über uns irgendwelche Hämmerer zu unterhalten. Es sei denn, es sind wieder die kleinen Mädchen, die ihre Spieße in die Gliedmaßen der Priesterin hämmern. Wie wir es schon mal erlebt haben. Eine von denen hat das sogar mal bei uns gemacht, wenn ihr euch erinnert. So, sind wir hier? Ach, das ist der Raum. Okay, das ist ja gut zu wissen. Ich habe so ein Gefühl, es passiert was, wenn ich diesen Gegenstand da mitnehme. Ich versuche mal da hinten reinzugehen. Ich kann ihn nicht bewegen. Kannst du ihn nirgendwo bewegen? Mist. Nein, unsere Kerze! Nein! Aufgeschmissene Seele. Ach, das ist ein Buch, was da liegt. Na gut, okay. Fließt der Schmerz über den Verlust jener, die auf die andere Seite gewechselt haben, in die Träume, so ist die Welt in großen Schwierigkeiten. Der Verlustschmerz muss der Priesterin als Tattoo geätzt werden. Name! Die Tattoo-Priesterin, der die Schmerzen eingraviert werden, trägt den Schmerz in ihren Schlaf und lindert die Probleme dieser Welt. Ey, so langsam ergibt das alles Sinn. Also, natürlich keinen Sinn, weil es immer noch total abartig und grausam ist, aber ihr wisst, wie ich das meine, hoffe ich. Krank. Am Altar sind Kohlebecken und andere Gegenstände esoterischer, buddhistischer Rituale angeordnet. In der Mitte steht ein Sockel, der dazu dient, eine runde Platte zu tragen. Darauf befindet sich eine kleine Gravur. Bring den Spiegel mit der Stechpalmengravur der Priesterin da. Nein, das hat aber auch, oh Gott. Vielleicht kannst du etwas in diesem Sockel einpassen. Ich weiß, ich kann ja ahnen, wo der Spiegel drin ist. Oh, 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 oh. Ich hoffe, diese Tür geht auf. Ach nee. Okay, was sind das für Geister? Ja, genau. Und mittlerweile kriegt mich die andere. Okay, aber die scheinen ein einfaches Muster zu haben. Wow, 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 wow. Ja genau, bleibt beide da. Bleibt beide auf einem Fleck. Nee, das war leider kein Doppelfoto. Wow! Holy! Das ist ein gutes Bild irgendwie, hey! Oh, 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 oh! Nein! 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 Nein, 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 nein! Kann ich irgendwie abschütteln, nein! Ach, das sind diese mit den Krallen! Oh, gleich habe ich schon wieder keinen Film mehr, ich sehe das doch schon kommen! Hallo, warum kriege ich keinen Zero-Moment? Oh, Mann, Mann, Mann. Warum kriegt Kay eigentlich die härtesten Geister? Ausgerechnet er, der am wenigsten machen kann. Ja, und ich weiß, ich verballer hier wieder meinen ganzen tollen Film. Aber ich kann jetzt nicht warten, bis ich hier Zero-Momente kriege. In der Zwischenzeit werde ich nämlich schon wieder von hinten angegriffen. Jetzt gerade zum Beispiel, ja. Weg, weg hier. Genau von der meinte ich nämlich, ja. Ja, 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 ja. Schön, danke. Ich liebe dich auch, Fräulein. Ja, aber einer ist tot, glaube ich. Gut, dann geht das doch jetzt. Nein, ist er natürlich nicht. Ich habe mich geirrt. Ja, komm schon, Zero jetzt. Oh Gott, ey, ich bin schon wieder... Wisst ihr, wie oft ich von diesem scheiß Knopf abrutsche? Wow. Bam! Verreck doch eine, bitte! Komm schon, du!
Oh, danke. Danke, 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 danke. Oh, Mann. Ah, Hilfe! Ah! Okay, gut, egal, wir schaffen es. Wir haben nur noch einen Film, sehe ich gerade. Och nee, Gott, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ja, Typ 90 Film benutzen. Boah, ey, die Position von der auf die angreifen ist total krank. Bam, das war übrigens ein Zero-Schuss gerade. Oh, also dieser, ihr wisst schon. Zero-Spezialfähigkeit. Krempel. Hat jetzt was fallen gelassen? Oh mein Gott. Oh. Wir haben gerade so noch genug Film gehabt. Kann ich jetzt den Schirm öffnen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Er gäbe ja Sinn, wenn ich eine Belohnung da... Ja, ich will's gar nicht wissen. Holzbrenner, einige Gegenstände... Also wie gesagt, ich glaube, da wo die Kämmende ist, befindet sich auch dieser Spiegel. Weil da ist ein kleiner Altar drin. Mit auch einer Stechpalme drauf. Das würde Sinn ergeben. Nein, meine Kerze! Gut, danke. Ich darf gehen. Let me go. Go outside. What? Achso. Was kommt jetzt? Ah, okay, das war's. Finden sich alter Film in der Kamera. Yeah, um neue Sachen zu entwickeln. Okay, erstmal lesen. Der verbotene Schrein. Um den versiegelten Schrein herum war überall böse Luft. Ganz böse Luft, denn, na egal. Da die Türe jetzt offen ist, ist die Luft entwichen und im Haus gelangt. Das Siegel wurde gebrochen und es gibt kein Zurück. An den Altar am Schrein sind die Worte gemeißelt. Bring Spiegel mit einem Stechpalmengravur. Mit Stechpalmengravur der Priesterin da. Ja, meine Vermutung habe ich gerade eben schon dargelegt. Die tätowierte Priesterin. Die Frau, die mir im Traum erschien. Ihr ganzer Körper war mit blauem Tattoo bedeckt. Eine Zeremonie fand im Schrein statt, um ihren Körper mit dem Tattoo zu bedecken. Wahrscheinlich war das gerade eben diese stachelige Mumie da. Ja, ihr wisst schon, ne? Stimmt es, was die alten Bücher sagen, dass sie mit der Stechpalme Leid und Schmerz der Leute auf sich nimmt? Ist dieser Altraum ihre Stechpalme? Wäre ziemlich evil. Und wir haben immer noch keinen Geisterstein von unser Geisterradio bekommen. Irgendwie seltsam. Wozu haben wir das dann gekriegt überhaupt? Ich will zu Miku. Ich will ihr modrigen Film geben. Bist du hier? Miku ist nicht da drin, also gehe ich da gar nicht erst rein. Hey, raffinierte Tick-Tack. Tick-Tack! Raffinierte Taktik, nicht wahr? Dam, da, dam, da, dam. Miku, bist du? Ah, da bist du ja. Oh, good morning. Sie wirkt irgendwie immer trauriger von Tag zu Tag. Ist euch das schon mal aufgefallen? Oh, I'm sorry. I blanked out for a second. Okay, ich kann ihr keinen modrigen Film geben. Dann entwickeln wir eben den unsrigen. Und jetzt gehen wir wieder durch meinen Horrorgang lang. Hey, wir lieben ihn alle. Und vor allem ich. Ach, scheiße. Mein Controller vibrierte gerade ganz leicht. What the... Warum? Okay. Entwickeln... Dann können wir das aber Miku geben, hoffentlich. Ja. Diese Gestalt mit dem Mädchen hinter der Raumleiter auf dem Wartebuch in der Hand. Ja. Und das ist die Frau, die in den Brunnen starrt. Kämmende ist das doch, glaube ich, oder? Wir werden im Brunnen sein Tiefhaus und gegen Heiligen. Okay, was? So. Ja, gut, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr, ihr das zu geben. Oh, Miku singt schon wieder. Bitte um Hilfe.
Schreinmäht mit geflochtenem Haar, die Miku um Hilfe bat. Sie versteckte sich im zweiten Stock der Bibliothek, tief im Haus drin. Sie weinte und rief ihren Bruder. Okay, Leute, das war Project Zero 3 für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.